Wer früher aufsteht, ist glücklicher. Das haben Forscher in einer Studie herausgefunden und dafür Probanden nach ihrer Stimmung, ihrem Gehalt und ihrer Produktivität befragt. Tatsächlich ist die beste Uhrzeit zum Aufstehen zwischen 4 und 5 Uhr morgens, denn man ist dann viel produktiver, zufriedener und hat ein besseres Sozialleben. Und nicht nur das, Frühaufsteher verdienen sogar fast doppelt so viel wie Langschläfer. Übrigens ist zwischen 4 und 5 Uhr morgens Aufstehen natürlich auch nicht so schlecht, denn wir können dann alle das Sat.1 Frühstücksfernsehen anschalten und fleißig gucken. Also, Frühaufstehen ist rundherum besser. Hättet ihr das gewusst? Mein liebes iPhone, du steckst jetzt in meiner Hosentasche. Möchtest du mich heiraten? Ja, das stand mal auf Wikipedia. Italienischer Popsänger. Ich kann kein Italienisch, ich habe nichts mit Italien zu tun. Da hat sich irgendjemand einen schlechten Scherz erlaubt. Mamma mia! Oh la la! Fischers Fritze Fische, frische Fische! Also ich esse unheimlich gerne scharf. Und aber wenn ich dann zu viel von dem ganzen Scharfen esse, kriege ich ein Problem. Und das war so auch dann das Riesenproblem an dem Abend, dass ich dann sehr oft nicht da war. Ich war mal bei einem Italiener und hatte dann ein Espresso-Glas in der Hand und der hat mir irgendeinen Witz gemacht und ich war aber total erkältet und hatte die ganzen Nebenhöhlen zu und musste so lachen, habe nebenbei so einen Druck auf dem Kopf gehabt, dass ein voller Flabber rausgeschossen ist, kurz das Espresso-Glas berührt hat, guten Tag gesagt hat und ich in dem Moment so einen Schock hatte, dass ich diesen Flabber wieder eingezogen habe und es hat einfach nur noch geknallt. Meine schlimmste Marke ist eine Putzfilme. Ich hasse Haare und deswegen wirst du mich auch niemals mit einem schwarzen Klamotten sehen oder so, weil überall an die Haare dran sind und ich würde den ganzen Tag mit einer Fusselrolle durch die Gegend laufen. Ich glaube, das sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Wir raten Geräusche, die der jeweils andere vorträgt. Das ist ein Auto, was schnell rast. Ein rasendes Auto. Formel 1! Bist du eine Schlange? Das ist irgendwas Ekliges, ich weiß es nicht. Okay, es soll ein Reißverschluss sein. Das hört sich an wie AOL damals. Ja! Ja? ISDN! ISDN! Eine Kreissäge, eine Kettensäge. Ja, hört sich auch so an. Komm, ich lass es mal gelten. Es war ein Rasenmäher. Oh. Hä? Eine Trommel? Ja, so eine Ankündigungstrommel. Ach so. Eine Rakete. Ähnlich? Feuerwerk. Nein, ein Ballkicken. Was ist denn das? Was ist denn die Uhr? Das Laufen. Das ist keine Uhr. Bereite mich vor zum Elfmeterkicken. So geht jemand für dich zum Elfmeter? Ja, wie gehst du denn so? Eine Lokomotive. Nee, ich will dich nur nicht anspucken. Ein Rasenspringer. Nee, ist ein Hubschrauber. Ach so. Aber ein Rasenspringer ist besser. Es war mehr wie ein Rasenspringer. Ja, wir haben heute einen Rasentick. Tada!